Also ganz gut gemessen, Flo. Ganz gut gemessen, Herr Flo. Ja, das war jetzt das erste Mal, dass der Florian Fritsch diese Übung machen konnte. Und ich muss dazu sagen, am ziemlich schwierigsten Loch auf dem Putting-Grün und gleichzeitig die schwierigste Übung, die wir überhaupt drauf haben. Aber die Übung soll ja sein, dass man ums Loch rum mit dem gleichen Tempo puttet, weil dann werden die Breaks irgendwann immer besser gelesen. Ja. Es waren sehr gute Putts dabei, manche zu lang, einer war tatsächlich unterlesen. Ja. Ich glaube, der zweite Putt war unterlesen, es war aber auch der längste. Wie ist jetzt dein Gefühl, nachdem du das erste Mal diese schwierige Übung machst? Ja, generell, wer mich kennt, weiß, dass ich ganz gerne variables Training mache, weil das einfach am nächsten an das rankommt, was wir später auf dem Golfplatz haben. Deswegen ist es echt top, dass wir hier diese unterschiedlichen Längen haben. Wenn man ein Putt locht, dann kann es ganz schnell, sage ich mal, die Konsequenz kaschieren oder die Längendosierung. Ja, es gibt ja sehr viele Bereiche im Golf, in denen wir eigentlich nur auf Richtung gehen, aber irgendwann mal ist gerade die Längenachse sehr wichtig. Und auch gerade, wenn es darum geht, Breaks lesen zu können, weil da geht es ja darum, die beiden Achsen Richtung und Länge zusammenzubringen. Insofern ist es für mich sehr hilfreich, hier ein Trainingstool zu haben, das dieses Kaschieren eliminiert. Ja, wenn der Ball reingeht, dann sehe ich ja nicht, wie weit er darüber hinaus gegangen wäre. So, und mit diesem Breakmaster sehe ich ganz gut, wie weit er darüber hinaus gegangen wäre und kann halt jetzt dann entsprechend mein Training anpassen und dann definitiv mehr lochen. Vielen Dank, Flo. Jawohl, danke.